Hallo zum literarischen Quartett. Nein, willkommen zum Zahlensender. Nee. Was? Ach, warum Gott. Literarisch? Warum Zahlensender? Ich bin verwirrt. Ich gehe wieder. Ja. Oh, ich wollte doch nicht über Lost reden. Jetzt muss ich ja wieder die Kopfhörer abnehmen. Ich fand es gar nicht so laut eigentlich. Nö, es ging tatsächlich. Ja. Willkommen zum Kurzwellensender. Heute mit Mario. Du bist zurück. Hallo, ich bin zurück aus meinem sehr langen Sommerurlaub. Hallo Phil. Hallo. Und hallo Ben. Hallo, ich hatte keinen Urlaub. Oh. Oh. Ja, aber das reicht auch an Mitleid. Ja, wir kommen diesmal mit einem klassischen Sinfoniewerk von Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nummer 7 in A-Dur, Opus 92, zweiter Satz, Allegretto. Gespielt vom Symphonieorchester des WDR. Ich glaube, deswegen ist das bezahlt. So klassische Stücke komplett ansagen ist immer ein bisschen wie wenn Adlige sich mit vollem Namen vorstellen. Ja, aber ich habe jetzt geguckt, ich finde WDR ist bezahlt. Das muss gehen. Haben wir alle schon. Jetzt durch. Gut, dann wir sind heute bei Episode 4 von Watchmen. Und die heißt, Phil? If you don't like my story, write your own. Jawohl. Ich wusste, dass du es weißt. Beim letzten Mal hast du es nämlich schon angesagt. Ich habe leider wieder nicht den deutschen Titel angeguckt, weil ich es auf Englisch gucke. Verdammt. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Wenn dir meine Geschichte nicht passt, schreib deine eigene. Ich schaue es auf Deutsch. Sehr gut, dankeschön. Sehr kreative Übersetzung. Wörtlich übersetzt, wie beim letzten Mal auch. Das ist auf jeden Fall der längste Titel, den wir bis jetzt hatten. Regie führte Andrei Parkay. Parkay, ich glaube, der ist Inder, so wie es klingt. Ah, okay, geboren in Cambridge, Massachusetts. Und ist der einzige Autor bis jetzt, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Drehbuch Damon Lindelof und Crystal Henry. 0,7 Millionen haben diese Folge gesehen. Ist wahrscheinlich nicht so richtig viel, oder? Aber ich habe keine Ahnung, HBO-Einschaltquoten sind immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Genau. Also so ins Verhältnis zu setzen. Ja, denke ich auch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gut ist bei HBO. Und am Ende ist ja auch egal, wie viele Leute da irgendwas gucken, solange genug Leute ihr Abo nicht kündigen. Das stimmt tatsächlich. Aber es könnte ja schon zusammenhängen. Wenn man irgendwann nichts mehr guckt, dann denkt man vielleicht auch irgendwann mal dran, das Abo zu kündigen. Gut, kommen wir zum Inhalt. Das geht los mit, das hätten wir auch machen können, mit Island in the Stream, oder? Genau, also ich hätte jetzt gedacht, es ist eigentlich von den Bee Gees, genau, aber bekannter ist es ja eigentlich noch doch durch Dolly Parton und Kenny Rogers, glaube ich, im Duett. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Altersfrage. In the Stream. genau. Und da habe ich mich ja nicht getraut, als Intro zu nehmen, weil ich habe gedacht, Dolly Parton wirkt mich mit ihren Brüsten oder so. Weil Kenny Rogers kann mich nicht mehr erwürgen, der ist ja, glaube ich, Dolly Parton ist ganz in Ordnung. Ja, gestorben, glaube ich auch, ja. Also es gibt ein Interview, da wurde sie nämlich gefragt, ob sie denn auch Sport macht. Und da hat sie auf ihre Brust gezeigt und hat gesagt, ich muss morgens immer mit den beiden aufstehen, das reicht. Also ich habe schon so ein paar Interviews mit ihr gesehen und ich glaube echt, die ist schwer in Ordnung. Habe ich auch den Eindruck. Aber ihre Anwälte vielleicht nicht. Ihre Anwälte vielleicht nicht, genau.
Zurück zu Kurzwellensender. Damit geht es los, Island in the Stream. Und wir sehen, wie so ein Bauern-Ehepaar, Farmer-Ehepaar, so ihren Tagesablauf da vollzieht. Also sie sind recht unerfolgreich in dem, was sie tun, hat man so das Gefühl. Die Frau versucht halt so ihre Erzeugnisse zu verkaufen am Straßenrand, aber es kommt einfach niemand vorbei. Ja. Genau. Und dann, also steht, sie kommen halt irgendwie gerade so zurecht, aber ja, sind nicht richtig reich, aber haben sich halt gegenseitig so und scheinen doch irgendwie. Genau, aber das scheint halt auch so in der Gegend zu sein, wo der Rest spielt, so in der Gegend von Tulsa, weil das kommt ja später noch raus, dass das da in der Gegend sein muss. Und ja, sie wirft dann die Eier noch so hin, nachdem sie niemand gekauft hat, als sie die Treppe hochfällt. Und uns geht aber keins kaputt, glaube ich. Doch, doch, da gehen einige ja, kaputt. Nur das kaputt, eine, ja, was wegrollt, das fängt jemand. Achso, nur das eine, was er auf ihn zurollt. Genau. Achso, guck mal, Schatz, ich hab's gerettet. Jetzt können wir wieder. Genau. Und dann sieht man so, wie die abends irgendwie da noch irgendwie auf dem Sofa sitzen. Dann legen sie sich irgendwann ins Bett, alles unter dieser Musik. Und dann klingelt es an der Tür, nachdem sie im Bett liegen. Und wie dann immer kommt ein James-Bond-Bösewicht-Figur rein, weiblich. Hatte ich so gleich den Eindruck, hätte auch in einem James-Bond-Film auftreten können, so wie sie da jetzt sich präsentiert. Von der haben wir schon gehört in der letzten Folge, denke ich. Weil sie sind ja, also die Polizistin ist ja mit ihrem Assistenten im Flugzeug geflogen und dann haben sie, glaube ich, über diese Frau gesprochen, oder? Genau. Ja. Ja, genau. Die ja diese riesige Baustelle da hat, das. Die Millennium Clock. Genau, die Millennium Clock. Mhm. Riesigen Speer. Genau. Kurze Nachfrage, Mario, du warst ja jetzt 2 Folgen nicht dabei. Hast du die eigentlich nachgeguckt oder noch nicht? 80%. Also von der letzten Folge fehlt mir noch ein bisschen. Okay. Aber ich habe trotzdem alles verstanden, so ist es jetzt nicht. Okay, weil die, ja klar, ist ja logisch, die bauen ja aufeinander auf. Ja. Ja, Gott sei Dank. So, und diese Frau, die, ich habe ja schon gesagt, die wie so ein James-Bond-Bösewicht kommt die mir vor, die ist halt so eine Großindustrielle und die hat offensichtlich einen Plan und bietet ihnen jetzt an, weil sie auch alles weiß über die beiden, dass sie ihnen ein Kind schenkt, denn die können keine Kinder bekommen. Und sie hat es auch praktischerweise schon gleich dabei. Und dafür will sie ihr Grundstück haben. Also ihr Haus mit dem Grund, was dazugehört. Andere Personen dürfen gerne auch ab und zu was sagen. Entschuldigung, ich habe gerade eine Banane gegessen. Ja, genau. Ihr Name wird, glaube ich, auch genannt, oder? Fragt sie nicht, ob sie Lady True ist? Ich meine, ihr Name wird auch schon in dieser Szene. Kann sein, ja. Genau, und das war ja so, dass diese Familie wohl längere Zeit versucht hat, Kinder zu bekommen, auch in einem Labor, das wohl zu einer der zahlreichen Firmen gehört von hier, der Firma von Lady True. Ich habe den Namen vergessen, aber egal. Und daher hat sie halt all diese Informationen über diese Frau, dass sie eigentlich unfruchtbar ist, dass ihre Eier eben nicht fruchtbar sind und hat es aber trotzdem irgendwie geschafft. I call Bullshit! Genau. Hat es dann irgendwie geschafft, doch ein Kind zu kreieren, dass sie ihnen dann, wie du gesagt hast, anbietet. Was ich sehr schön fand, als sie sagt, wenn sie das nicht annehmen, dann muss ich es eben eliminieren. Ja, genau. Und alles einwandgeschlagen. Ich werde liebende Eltern finden. Ja, aber trotzdem ist ja diese Drohung damit stehen geblieben. Also das war ja kein Witz. Das war ja schon absichtlich so gemacht, dass sie erstmal da eine Drohkulisse aufbaut. Um diese 10 Sekunden hat sie gesagt. Ja, natürlich. Bei den Simpsons nannte man das superschwellige Manipulation. Ja, genau. Also so, hier ist das Kind, willst du es in die Arme nehmen? Ansonsten wirft es hier in den Schredder. Ja. Also ihr könnt entweder unterschreiben oder du kannst gleich selber das Genick brechen, weil ich nehme es nicht wieder mit. Und nebenbei steht noch eine Sanduhr auf dem Tisch. Ja. Ja. TikTok, TikTok. Genau. TikTok, genau. Was aber auch sehr wichtig ist. Weil die Zeit ist knapp, offensichtlich. Ja, man möchte meinen, das haben die nur so, hat sie nur so gemacht, aber es ist ja tatsächlich wirklich so, dass es auf jede Sekunde ankommt. Ja, naja. Weil der Wert des Hauses wird sich gleich drastisch steigern.
Es haben ja, glaube ich, haben überhaupt beide unterschrieben? Weiß ich gar nicht. Ja, aber man sieht kurz, wie sie ihn böse anguckt, damit er ganz schnell unterschreibt. Okay. Ja, aber ich glaube, wenn die jetzt unterschrieben hätten, nachdem dieser Meteor oder was auch immer da dann auf dem Grundstück einschlägt, dann wäre es immer noch Yas, weil sie ist die Frau mit viel Geld. Ja, ja, aber vielleicht hätten sie dann halt nicht mehr unterschrieben. Nein, wenn sie clever gewesen wären, dann hätten sie sich gedacht, du willst das unbedingt. Offensichtlich hat das was damit zu tun. Wir wollen jetzt noch ein Kind. Noch ein Kind. Aber ja, ist ja nicht natürlich, so, wenn sie clever gewesen wären, dann hätten sie sich gedacht, hier kommt die Frau, die korrigiert von was, ich bin nicht nur eine Milliardärin, sondern eine was auch immer, das sind Größenordnungen, da steige ich nicht mehr mit. Milliardärin und die bietet, war richtig. Also sie haben die kommt quasi, hier jetzt und sagt, hier, ich biete euch 5 Millionen, das ist ja gar nichts, das Verdient doch in 10 Minuten. Ja gut, also das ist ja auch schon nur für den Zuschauer so inszeniert, man hätte das ja auch nicht so knapp machen müssen. Das ist ja auch nur so knapp. Ihre Zeit ist ja wertvoll. Nein, ich meine, das ist jetzt so, sie hätte ja auch einen Monat vorher kommen können, meine ich. Sie wusste ja offensichtlich, dass da dieser Meteorit runterfällt. Ja, aber wusste sie das schon so weit vorher? Ja, also wusste sie genau, wo er runterkommt? Aber sie war ja extrem gut informiert und so, also das ist jetzt, glaube ich, nicht so, das hat sie, glaube ich, schon länger geplant. Ja, hat sie. Ja. Aber sie wusste jetzt vielleicht nicht genau, wo er runterkommt und hat für alle schon Stücke so einen Plan gehabt. Das kann natürlich auch sein. Hätte auch einfach alles kaufen können, das hätte ja auch nichts ausgemacht. Stimmt. Also von daher. Genau. So, auf jeden Fall hat sie jetzt dieses Grundstück und dann sieht man nämlich, wie so ein riesiger Meteorit da runterfällt und sie weiß offensichtlich, was das ist oder will das haben. Nee, sie hat es ja jetzt. Hat es jetzt? Sagt sie nämlich dann auch jetzt? Das ist jetzt meins. Meins. Und das ist offensichtlich genau die Stelle, wo später der Turm steht. Vermute ich mal. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hätte ich jetzt gedacht. Aber habe ich auch nur so gedacht. Sicher? Reden die da? Nein, nicht? Ich dachte, die reden da sogar drüber. Echt? Ja, tun sie. So, sie sind doch die Frau, die hier die das, riesige das Uhr baut. Ach so, du meinst, die ist da, die baut die da schon? Die baut die schon, ja. Ach so, ich dachte, das wäre gewesen, bevor sie. Also ich glaube, das ist heute. Weil ihre Tochter ist doch auch genauso alt. Stimmt, und die ist ja auch nicht so wirklich. Das hat mich nämlich auch gewundert, dass sie gar nicht so viel älter ist später. Dann, ich dachte, sie baut dann da die Uhr, wo das ist, aber dann müsste es ja viel früher gewesen sein. Stimmt, 20 Jahre her oder so. Oder noch länger. Stimmt. Also mich hat es allgemein verwirrt, weil im Deutschen sagt sie, das gehört mir. Mhm. Und dann habe ich irgendwie angenommen, okay, das ist jetzt ihres und das ist jetzt mal abgestürzt und deswegen ist es so irgendwie klar. Das kam im Deutschen, glaube ich, ein bisschen anders rüber als im Englischen, nehme ich mal an. Ach so, du meinst, dass es schon vorher ihr gehört hat. Genau, aber so kam es nämlich auf Deutsch rüber. Mhm. Das wissen wir ja nicht, es kann ja beides. Kann auch sein, weil sie hat ja so Fluggeräte, klar. Vielleicht fallen die ab und zu mal runter. Also so oder so gehört es auf jeden Fall jetzt ihr. Ja, sie hat ja auch diese komischen Drohnenschiffe da, mit denen sie die Uhr bauen. Das sieht ja auch schon relativ fortgeschritten aus, also würde mich auch nicht wundern, wenn sie auch Raumschiffe oder ähnliches hat oder weiß ich nicht, Stratosphärenflieger. Hm. Genau, also ich denke, das wird uns alles noch begleiten bis zum Ende der Serie, auch dieser Turm. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Und dann blenden wir aber zurück zu Angela, oder? Ja, genau. Genau, zu Angela, weil die bricht ja oder kehrt zurück in dieses Kulturzentrum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Ja, sie räumt erst die Bäckerei irgendwie auf, aus irgendwelchen Gründen. Ach so, hauptsächlich wegen der Beweise. Sie vernichtet Beweise. Wegen der Polizistin, die jetzt da ist vom FBI. Der Name habe ich vergessen, aber sie zerstört alle Spuren von ihrem Wheelchair, also den Rollstuhl. Opa. Genau. Und die verbrennt unabsichtlich den Zettel vom Opa. Und ich glaube, das wollte sie versuchen, nämlich dann noch zu löschen, aber da war dann eigentlich fast alles weg. Genau, dann geht sie ins Kulturzentrum, richtig, weil da wieder ein Anruf kommt. Es wurde nämlich ein neuer Tree in ihrem Family oder ein neuer Zweig in ihrem Family Tree aufgedeckt. Man muss ja immer denken, der Anruf gilt ja eigentlich dem Großvater. Ja. Weil sie hat ja die Tasse mit seiner Spucke da eingereicht. Ja. Und dann, das fand ich aber echt ganz nett, wie sie das in dem Meetings, ich vergesse mal, wie das heißt, in diesem Center da halt gemacht haben, dass sie dir da wirklich so ein kleines, im Prinzip dein eigenes Samenkorn herstellen und du das dann in so einen
tatsächlich Computer, also dass du wirklich so einen Ahnenbaum dann dargestellt kriegst. Ja, dass du ihn quasi pflanzt und der so hologrammmäßig dann so aufploppt. Ja. Ich habe mir dann vorgestellt, da ist dann unten so ein Fass drunter, wo die Dinger einfach immer wieder reinfallen, oder so ein Förderband, und dann fahren dann immer wieder genau in den Automaten. Nee, die werden unten ist ja, voll. Irgendwie müssen die ja schon so ein bisschen individualisiert sein, damit man zuordnen kann, welcher Tree da jetzt kommt. Ach, das ist bestimmt vielleicht die Person, die vorher am Automaten war. Was? Aber wenn da eine Schlange ist, ja, das und stimmt. Vielleicht gehen die dann nicht in derselben Reihenfolge da rein. Mag sein, ist okay. Hat er doch auch gesagt, dass er gute Nachrichten hat. Aktuell ist keine Schlange vor dem Baum. Genau. Nachts um 3 oder so. Weil sie inszeniert das ja auch so, dass als wäre jemand anderes dort eingebrochen und sie untersucht den Fall jetzt, weil sie es zufällig gesehen hat und schlägt dann die Scheibe ein. Ja. Wenn jetzt ein Alarm losgeht, ist das nicht schlimm. Dann bin das nur ich. Alles klar, klirr. Genau. Und dann erfährt sie eigentlich nichts Neues für uns, oder? Wir wissen das alles schon. Genau. Also nicht für sie selbst schon, aber für uns eigentlich nicht, weil wir kannten die ja. Also ihre Urgroßeltern, wir haben das ja gesehen schon. Genau. Nur, dass ihr Großvater gerade eher unbekannt ist. Also ja, genau, von dem gibt es kein Bild, weil der ist ja gestorben mit seinen Eltern, obwohl er offensichtlich noch am Leben ist. Ja. Spoiler. Ja, und dann, als sie dann rausgeht, sieht man die Szene mit dem Auto, was runterfällt, nochmal aus ihrer Perspektive. Weil man erst nur man hört den Krach und dann hört man die Polizistin lachen. Und dann kommt sie dazu. Ich stelle dich verstummt, wie eine Psychopathin. Und wie lässig sie dann auch ans Auto hingeht und irgendwie den Schlüssel so unterm Radkasten rauszieht oder so, der den ganzen Flug anscheinend da nicht verloren gegangen ist. Auch den Aufschlag ganz normal überstanden hat, ist auch nicht rausgefallen oder so. Nee, Quatsch. Ja. Und dann wird auch tatsächlich klar, was wir ja schon vermutet hatten, dass das das Auto ist, was in der Folge, vor der letzten Folge, in die Luft gehoben wurde. Also ihr Auto. Ja. Findet die Agent Blake natürlich auch wieder ein bisschen sehr zufällig, dass auch da irgendwie schon wieder was mit ihr jetzt irgendwie ist. Deswegen sagt sie ja auch später diesen, wie heißt es auf Englisch? Diese All is connected. Mir fällt gerade auch nicht ein. Thermodynamisches Anomalie oder so. Ja, irgendwas. Die Angebervariante von Everything is connected. Ja. Ja, und dann wird das Auto auch sichergestellt. Und dann kommt sie nach Hause, oder? Dann liegen die Kinder in ihrem Bett und sie legt sich ins Kinderbett. Und wird nochmal von ihrem großen Sohn, und die unterhalten sich dann nochmal. Es ist ein Sohn, okay. Ich habe jetzt wieder an eine Tochter denken müssen. Nö. Der ist doch schon. Das war schon der Große. Genau. Nein, ich erinnere mich aber. Waren ja beim Vater. Schwer zu unterscheiden. Ich fand es auch ganz nett, weil die reden da ja nochmal so über den Anschlag da bei der Beerdigung von dem Chief. Wie sie meint, oh ja, sie hatte schon voll Angst und hat auch immer noch ein bisschen Angst, wie er ihr dann so sein Kuscheltier runterreicht. Genau, also er ist so eigentlich so total unterkühlt, weil er auch so unter diesen Ereignissen steht, dass ja seine Eltern gestorben sind und er das wahrscheinlich schon am ehesten mitbekommen hat. Ja. Aber kümmert sich dann so all um seine... Vor allem um seine Schwestern. Seine Schwestern und jetzt auch und um halt, sie dadurch. Ja. Ja. So, und dann sind wir dann schon auf dem Polizeirevier? Kann eigentlich nicht sein. Nee, dann... Looking Glass geht's, glaube ich. Ja, gleich. Es gibt vorher noch diese lustige Szene da beim Frühstück, wo wie heißt der? Cal. Wie er den beiden kleinen Mädchen erklärt, dass wenn jemand tot ist, dann ist er einfach weg. Das ist halt die Wahrheit. Da kommt niemand in den Himmel. Die Leute sind einfach weg. Waffles? Das ist nur was sich Leute erzählen, um sich Leben leichter zu machen. Ja. Aber die Kinder haben es ja gut weggesteckt anscheinend. Genau. Ja, gab ja Waffeln. Ja. Genau, und dann besucht sie Looking Glass, Mario.
Ja, sie besucht ihn dann in seinem bescheidenen Heim. Der lebt eigentlich in seinem Bunker. Ja, naja, er hat schon ein Haus. Er hat halt auch ein Haus. Aber ich weiß, der hat ja dort sein, ich sage jetzt mal, Fotolabor. Der hat ja ein Haus, ich war absichtlich, aber ich fand es zu lustig. Wie der Polizist bei Eureka. Na, ich glaube, der Bunker ist schon auch, also der ist nicht nur Fotolabor, der ist schon als Bunker auch da. Bunker? Ja. Also richtig. Stimmt, weil ich glaube, man sieht sogar dann Nahrungsgeschichten und so. Ja, also das ist schon mit Absicht so ein, wenn mal mehr Squids runterkommen als üblich, dann, dann ist der Bunker da. Ja, sie bringt ihm halt das Gewand von der Kavallerie. Das will sie nämlich bei ihm verstecken, weil sie will nicht, dass es die Agent Blake findet. Und war das Blut in dem Fläschchen, was sie ihm gebracht hat? Oder ich habe es in der letzten Folge vielleicht noch nicht gesehen, das weiß ich jetzt nicht. Die gibt ihm auf jeden Fall irgendwas zum Analysieren, das soll er seiner Ex-Frau geben. Die hat nämlich ein tolles Labor und das soll niemand offiziell sehen, die will quasi alles hinter ihr Rücken machen. Tabletten, ja. Waren das Tabletten? Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, also man sieht es nicht so richtig, aber da wird drüber geredet später. Okay, na, da habe ich, okay. Ja, und ja, ich komme da kurz raus, er hat eigentlich keinen guten, das ist halt doch die Ex-Frau, keinen guten Draht, aber irgendwann hat er mal gesagt, ja, er versteht sich trotzdem mit ihr gut und sie bittet ihn halt jetzt drum, dass es die Ex-Frau bitte untersucht. Und was ich ja ganz bemerkenswert fand, war, als sie ihm die Kutte gibt, dass er da gar nicht groß anfängt zu diskutieren, so nein, du musst dich irren und so, sondern ja, okay, das ist eine Überraschung, aber war halt sagt aber sowas wie, das ist ein antikes Stück oder so, oder? Ja. Vielleicht hat er das aus sentimentalen Gründen oder sowas. Er fängt ja an mit diesem Scherz, als sie ihn fragt, glaubst du, der Chief war ein Rassist? Und ja, naja, es ist halt ein Weißer in Oregon oder wo, was auch immer der Bundesstaat da ist. Aber als Oklahoma. Er dann die Kutte sieht, ist er Oklahoma, ist er ja schon schnell, also Ich hatte schon den Eindruck, dass das Thema für ihn damit irgendwie abgehakt ist, dass es jetzt halt noch drum geht, rauszufinden, irgendwie so was genau, aber der hat jetzt keine große Diskussion angefangen. Ich war da so abgelenkt, weil ich mich über diesen lustigen Akzent die ganze Zeit amüsiert habe, über seinen Slang, den der hat. Der hat ja voll diesen Cowboy, weiß ich nicht, Südstaaten-Akzent. Ja. Kann das nicht nachmachen. Ja, ich auch nicht. Zum Glück. Aber halt so ein Mix zwischen lässig und so gedehnt irgendwie. Der wiederholt ja auch immer ganz, also seine Art von Konversation ist ja auch ganz oft einfach zu wiederholen, was der andere sagt. Also der redet ja auch inhaltlich ein bisschen komisch. Ja, genau. Und sie gibt ihm diese Pillen, damit der Kopf sie eben nicht findet, oder? Und die Pillen, also damit die Agent Blake sie nicht findet. Das sagt sie doch dann. Ja, und die Pillen soll sie aber auch, ja, also soll er ja trotzdem auch untersuchen lassen, was das ist. Und was gibt er ihr, damit es Agent Blake nicht findet? Weil da reden sie doch auch drüber, dass er gesagt hat. Er gibt ihr gar nichts. Sie gibt ihm, genau. Die Robe und die Pillen. Die Robe, genau. Das da sagt er nämlich, so that the cop won't find it oder sowas. Und das wiederholt sie dann wieder. Ja. Genau. Und dann dann kommt die lustigste Szene mit der ganzen Folge. Mit dem Rollstuhl? Oder wo? Nein. Mit dem, keine Ahnung, wie der heißt, mit dem Typ, Flutschwinger. Der Gulli verschwindet. Ja, das ist das doch. Das fängt ja so an mit dem Rollstuhl. Da will sie nämlich den auch verschwinden lassen und wirft ihn ja auf das Müllauto, was gerade drin. Ja, sie zersägt ihn ja genau. Und dann genau. Und dann sieht sie diesen grauen Typen da stehen, den sie verfolgt, weil das der ist, guckt einfach nur. Ja. Der guckt einfach nur. Und ich habe also sie ist halt echt ist in so einem Ganzkörper, also ja halt in so einem grauen Spandex, keine Ahnung, Anzug. Und hat so eine Schwimmerbrille auf. Ja. Und hat halt zugeguckt, wie sie die Tasche da runtergeworfen hat. Genau. Ja. Und fängt dann an wegzulaufen und zieht hinterher und das geht dann halt irgendwie so, weiß ich nicht, 2 Minuten lang. Und dann fängt er an, sich mit so Öl einzusprühen.
Und rennt dann einfach wirklich, slidet so auf dem Boden entlang in diese amerikanischen Gehsteigkulisse und ist weg. Wo normalerweise S rausguckt. Ja, wo einfach S drin war. Ja, genau. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das war kein CGI oder sowas, das ist ein echter Stunt. Okay. Ich bin mega beeindruckt. Ja. Aber die haben doch mit Sicherheit da nicht einen echten Metallgulli genommen, oder? Sondern irgendeine Holzkonstruktion oder so. Ja, gut, das kann sein. Aber der hat sich trotzdem eingeölt und ist durch diese Öffnung durchgeslidet, die so groß ist wie er. Ja. Da hätten sie mich auch den Kopf stoßen können. Flutschi-Kopf. Loopman. Der Russe sagt dann auch nachher irgendwas mit. Wahrscheinlich interessiert der neue Boss interessiert wahrscheinlich Loopman nicht oder so. Ja. wenn er nicht die ganze Zeit während der Verfolgungsjagd TikTok oder sowas gesagt hat, genau. dann ist er nicht relevant. Ja. Ich hab mir so ein paar Standbilder angeguckt, weil ich gucken wollte, ob ich die Person vielleicht erkenne. Also ich glaube, sie war weiß, so um den Mund rum, aber so richtig habe ich es nicht erkannt. Und zwar ein Mann, glaube ich. Zwar ein Mann würde ich jetzt auch sagen. Ja. Oder zumindest männliche Statur. Ja. Aber das grenzt das ein. Das grenzt es ein. Und er war groß, das sagt sie auch noch. Ja, und dünn. Ja, offensichtlich. Ja. Und sehr flutschig. Ja. Also Cal ist groß, aber sehr muskulös, der war es nicht. Und er ist den wäre an den Stecken geblieben. Bei dem hätte es lustig. Den Gulli mitgenommen. Versucht er da einfach so. Flump. Er war eher so ein ganz, ganz dürrer, genau. Das ist hier, ihr Assistent, der von Agent Blade, der Assistent hätte es sein können vielleicht. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht hat er ja Gefallen dran gefunden, eine Maske zu tragen. Aber der hätte doch die Augen ausgeschnitten aus der Maske. Naja. Gut, wird wahrscheinlich noch gelöst. Oder es war ein Easter Egg, glaube ich, aber irgendwie nicht. Das wird bestimmt noch aufgelöst. Nö. Dann kommt sie zurück zur Polizeistation. Da wartet erstmal der Gouverneur und dann reden sie so kurz und dann aber sitzt da auch der Russe. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, was der eigentlich für eine beschissene Maske hat. Der hat einfach so eine Motorrad-Unterziehhaube auf, die auch oben schon so auseinanderfällt über der Nase. Ja. Ja, zerfranst voll. Das ist alles nicht so. Rötzke. Ja, und Agent Blake sitzt dann im Büro vom Chef. Und ist dann Angela schon wieder total weit voraus, weil sie ja schon Spuren hat wegen ihrem Auto. Ja. Und sie hat ja Fingerabdrücke gefunden, die ja offensichtlich zu Will, also zu dem alten Mann gehören, die sie aber nicht zuordnen kann. Aber er war wohl mal ein Cop in New York in den 40ern und 50ern. Mhm. Passt das so in die Superheldenzeit? Wahrscheinlich. In die erste Riege. Die erste Generation. Mhm. Ja, war das nicht in den 50ern? Ja, ja, da bist du dann, wo auch die Mutter jetzt von Silk Spectre, also die Mutter von Agent Blake dann aktiv war. Und der Comedian. Ja, wird der auch noch erzählt, ja. Genau. Das heißt, der müsste, da hat da vielleicht was von mitbekommen und ist da vielleicht in dieser Szene halt drin gewesen. In der Superhelden-Szene. In der Superhelden-Szene. Nein. War in denselben Club unterwegs. Sie sagen ja auch dann den Namen und ich habe mir ihn vergessen aufzuschreiben und wollte es noch recherchieren. Vielleicht mache ich das bis zum nächsten Mal. Aber eigentlich wollen wir ja auch keine Quellen benutzen, ob der in den normalen Watchmen-Universum auch vorkam, dieser Name. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Könnte aber sein. Ich weiß es nicht. Ja, nein. Wir gucken erstmal nur die Serie und gucken, was dabei rumkommt. Genau. So. Und dann fahren sie los, denn es gibt eine Spur wegen dem Auto. Und zwar genau zu der eben genannten Industriellen, wie hieß sie mit Nachnamen? Lady True. Diese Fahrt dahin ist auch ganz lustig, aus mehreren Dingen. Unter anderem deswegen, weil man die ganze Zeit nicht sieht, dass dieser Assistent von Agent Blake auch dabei ist und irgendwann spricht sie ihn einfach an. Und dann ist er auch so ganz verdutzt, dass er angeredet wird. Über was? Und da geht es um das Thema, warum denn Sister Knight eine Maske trägt.
Genau, weil alle Leute, die eine Maske tragen, machen das ja zur Traumabewältigung. Genau. Und dann sagt sie, nein, das mache ich, weil ich mich schützen will. Genau, vor dem Trauma. Und dann erzählt eben der Assistent nochmal die Geschichte von ihr. Weil sie hat ja früher auch mal eine Maske getragen. Genau. Und von ihrem Trauma. Aber auch nichts, was wir nicht schon wissen. Oder? Vielleicht, also wir haben es zumindest beim letzten Mal schon besprochen, weil ich das tatsächlich nachgelesen hatte. Vielleicht wissen wir das doch noch nicht. Und wir haben es jetzt erst erfahren. Ja, ich glaube, in der Serie erfährt man das erst jetzt, dass sie die Tochter von Comedian und Silk Spectre und die Vergewaltigung. Ja, wobei, das hatte ich, so wie ich gelesen hatte, stimmt das aber auch so nicht. Der hat wohl mal ihre Mutter vergewaltigt, aber dass sie ist nicht das Resultat davon, sondern die waren dann später nochmal zusammen. Aber warum man so eine komplizierte Story macht, weiß ich auch nicht. aber keine Ahnung. Also irgendwie, das haben sie jetzt hier extra erwähnt, aber. Ja, dann fahren sie hier zu der Lady True. Und ihrer riesen Tolkien-Crew-Clock. Oh Gott. Ja, und sie wollen ja eine Liste aller Personen, die quasi Mittel und Möglichkeiten haben, diese komischen Konstruktionshubschrauber da zu fliegen. Die ja jetzt auch gar nicht mehr so richtig mystisch sind. Nee. Sondern einfach nur ferngesteuerte Drohnen. Ja, es sind einfach Bau- und Kräne. Mit einem dicken Magneten unten drunter wahrscheinlich. Ja. Wie ich überhaupt finde, dass die ganze Zeit wird immer ganz vieles entmythisiert. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hinterher doch keine Superhelden gibt. Ich würde mich überhaupt nicht wundern. Wenn das alles nur Fake ist. Genau wie diese Phone-Boothes. Diese komischen Quallen. Ja, das ist auch Schnecken. Fake. Ich weiß nicht, wie. Schnecken. Aber es ist bestimmt alles Fake-Schnecken. Also ich habe irgendwie immer wieder das Gefühl, das wird immer wieder alles debunked, was da so im Hintergrund schwelt. Hm. Und vielleicht hat sogar dieser Turm was mit diesen Quallen zu tun. Hab ich gedacht. Ein riesiger Hologrammturm. Wie bei Spider-Man mit diesen Drohnen. Jetzt habe ich alles durchschaut. Ich brauche nicht mehr weiter gucken. Und beim letzten Mal habe ich das ja schon mal gesagt. Da hat aber Phil als Gegenargument gebracht, dass ja der Dr. Manhattan den Vietnamkrieg gewonnen hat. Aber das kann ja natürlich auch nur eine Legende sein. Das stimmt. Vielleicht haben Soldaten den gewonnen. Das ist ja unrealistisch. Warum haben sie das denn in der Wirklichkeit nicht gemacht? Ich weiß nicht. Diese Trottel. Ich weiß nicht. Ja, genau. Das ist ja hier erste Gemeinsamkeit zwischen Lady True und Sister Knight. Beide Vietnam. Gebürtig aus Vietnam. Mhm. Aber so ein bisschen creepy ist die schon, oder? Die Lady True. Also ja, jetzt nicht mehr. Reiche so an sich. Ja, vielleicht. Jetzt mal nicht mehr so sehr als früher in dieser ersten Szene, aber da hatte ich schon so diesen James Bond-Bösewicht. Also aus dem Trivia, um sich auf die Rolle vorzubereiten, hat die Schauspielerin ganz genau studiert, wie sich Richard Branson, Mark Zuckerberg und Elon Musk so okay. James Bond-Bösewicht. Okay. Also extrem exzentrisch dann wahrscheinlich. Naja, wär wahrscheinlich auch. Das müssen ja alle Rücksicht auf dich nehmen und du auf keinen. Ja, ist ja auch irgendwie so, sie sagt ja auch, ihre Tochter kommt ja dann auch irgendwie, die sieht auch so ein bisschen creepy aus mit diesem kostümischen Umhang. Was ist die? Ja, die ist auch viel zu gestellt. Das ist kein normales Kind. Genau, ja. Die hat auch so einen Stock im Arsch, weil sie reich ist. Fühlt sich eher an wie so ein Android oder so, habe ich so das Gefühl. Ja. Weiß ich nicht. Also für mich kam die irgendwie nicht echt rüber oder natürlich. Oh, es gibt ja später auch noch Klone. Begonnen der Angriff der Klonkrieger. ja, auf jeden Fall sagt sie auch, normalerweise wimmelt meine Mutter immer diese Gäste durch Underlings ab oder sowas, also durch Untergebene. Aber euch möchte sie zum Tee einladen, aber es dürfen nur Frauen rein. Ja, genau. Nur Frauen. Na gut. Ich warte dann im Auto. Da stand dann so verloren da rum in dieser riesigen Halle.
Ja, ich glaube, ihm hat nicht mal jemand geantwortet. Aber die Kamera ist noch eine Sekunde auf ihm geblieben. Ja. Und ja, genau, dann kommt diese Connection zwischen Vietnam, weil sie unterhalten sich dann nämlich auch auf Vietnamesisch, damit die Agent Blake nicht mitbekommt. Und, ja, ja, das fand ich aber also auch gleichzeitig lustig und clever. Mhm. Also so, weil ich glaube, sie tarnen es ja, als wir tauschen hier jetzt irgendwie Sprüche, Sprichworte so, oder sowas aus. Was ja, man genau. So halt so sagt, nachdem jemand gestorben ist. Ja. Und genau, da werden eben diese Tabletten referenziert dann, Mario. Mhm. Haben sie die Tabletten bekommen und so weiter, genau. Ach so, weil das waren ja die Tabletten, die er, als er im Auto gelassen hat. Im Auto gelassen hat, aber ja auch in ihrem Haus schon immer in der Hand gehabt hat. Ja, genau, da hatte er da im Haus und hat sie dann im Auto, im Handschuhfach jetzt hinterlassen. Ach, das hat Agent Blake gar nicht gesehen, dass sie die rausgeholt hat, oder? Weil sie hat ja was aus dem Handschuhfach. Sie hat das Handschuhfach gleich wieder zugemacht. Okay. Aber sie hat sie doch dann rausgeholt, oder nicht? Oder hat sie das dann später gemacht? Ach so, oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie hat es auf jeden Fall. Sie hat sich auf so, dass sie es nicht sieht. Nein, ja. Genau, aber was das genau ist, reden die nicht. Es geht nur darum. Das muss ja Looking Glass erst noch rausfinden, was das genau ist. Richtig. Und dann spielen sie auch noch auf diese Adrian White Statue an, die da steht, diese goldene Statue. Warum sieht der so alt aus? Genau. Lady True sagt dann, das Alter ist in meiner Kultur ein besonders nobles Gut oder sowas. Und dann sagt Agent Blake, but this is America and he looks like shit. Aber man erkennt ihn wirklich. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch sofort den Vergleich. Hat ja auch im letzten, ja, stimmt, in der letzten Folge. Direkt der Übergang. Genau. Ja. In diese ganz komische, ich weiß nicht, vielleicht will es ja jemand von euch beschreiben, was da passiert. Das ist eine ganz komische Folge, also Episode, finde ich auch. Und zwar schon, weil da keine schöne Musik am Anfang kommt. Man sieht ihn halt, wie er da auf diesem Schiff steht, kniet, auf einer Art von See, denke ich mal. Und er zieht so Krabbenfallen aus dem See. Und in den Krabbenfallen sind eben Säuglinge. Ja. Was auch sonst. Und er guckt sie halt an, so wie man, weiß ich nicht, wie man eben Hummer kontrollieren würde, wenn man sie aus dem Meer zieht. Und die, mit denen er nicht zufrieden ist, die schmeißt er einfach wieder ins Wasser. Und die, die er gut findet, die behält er dann und paddelt dann eben wieder nach Hause zu seiner Burg. Das ist jetzt übrigens doch eine Stelle, wo ich sagen würde, das ist nicht so ganz natürlich erklärbar. Findest du? Vielleicht waren es ja Wassergeburten. Vielleicht. Ja, also. Ja, und dann packt er sie an diese riesige Mikrowelle. Und dann wachsen sie in 5 Minuten. Aber auch alles so in Mittelalter-Optik. Wie alles. Ja, genau, so Steampunk-Mikrowelle. Ja, genau. Ja, und das scheint denen auch nicht so gut zu bekommen, weil die schreien noch so ein kleines bisschen dann. Ja, und macht sich so ein bisschen Reggae-Musik dazu an. Genau, damit die Schreie zu übertönen. Und als fertig ist, erkennt man, dass seine beiden Bediensteten dann eben quasi hochgezüchtet wurden und in dieser Mikrowelle sitzen. Ganz ehrlich, habt ihr was anderes erwartet? Nein. Nee. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nur ich habe vielleicht einen anderen Weg dahin erwartet. Ja, ja. Aber das Ergebnis ich finde, ab dem Moment, wo er da zwei Säuglinge reinpackt, war es, glaube ich, schon klar, dass es die. Ja, also, weil irgendwo müssen die ja herkommen. Wir wussten ja schon, dass es die mehrfach gibt. Ja. Genau, werden wir ja auch jetzt noch mal dran erinnern, weil jetzt erfahren wir auch den Grund. Weil das mit der dickeren Haut hat doch nicht funktioniert. Offensichtlich, er war wütend. Ja. Ja, er hat ja ungefähr 20 andere von ihnen umgebracht in diesem Speisesaal. Ja, anscheinend alle. Also, weil er braucht dringend jemanden, der aufräumt. Genau. Entschuldigt die Unordnung. Ich hatte eine raue Nacht. I had a rough night. Und die beiden sind ja die ganze Zeit noch, also weil anscheinend brauchen die, reicht es nicht, so kurz in die Mikrowelle zu gehen. Das macht erstmal nur den Körper fertig und der Rest rutscht dann so nach. Mhm. Also die verstehen irgendwie noch nicht so richtig, was da passiert. Also das Gehirn muss noch nachreifen. Ja. Das muss aber doch total nervig sein,
Wenn der den immer wieder alles anlernen muss, oder meinst du, die wissen ja, das aber, von den aber letzten? Ich glaube, solange er nicht alle umbringt, können die das bestimmt. Ach so, ja, okay. Aber wenn er sich halt so aufregt, dass er alle umbringt, dann muss er auch wieder damit leben, ja. Ja. Es war ja nicht alles umsonst, weil er konnte die Leichen ja dann auf das auf das Trebuchet laden lassen und hat sie dann quasi aus dem Himmel geschossen. In den Himmel. Ja, über den Himmel hinaus. Bis zur Unendlichkeit. Ja, whatever that means. Also, das sind halt Wolken gewesen. Man sieht quasi, wie sie in Richtung Himmel fliegen, die Leichen, und dann einfach wie durch so eine unsichtbare Wand fliegen und wechseln. Naja, durch Wolken. Nee. Ja, Wolken. Nee, nein. Nee. Sie fliegen einfach durch den blauen Himmel durch. Die verschwinden im Himmel, wo keine Wolken sind. Ach so, das waren alles Wolken. Nein. Na gut. Also anscheinend ist da irgendwas. Ein Kraftfeld, die Enterprise, ich weiß es nicht. Es ist ja sein Gefängnis, wie er sagt. Ja, da genau. Den Wärter hatten wir auch schon kennengelernt in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Ja, den hat er hoffentlich nicht mit erschlagen. Ja, nee, das glaube ich nicht. Da geht es ja noch. Genau, dass da ja quasi auch jemand ist, der auf ihn aufpasst und aufpasst, dass er halt keinen Scheiß baut. Der Game Warden. Genau. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt das Ergebnis von dieser Kostümierung aus der letzten Folge? Oder ist das jetzt ein anderer Tag? Der Kostümierung. Na, er hat doch mit diesem Game Warden diesen Feedback so. Gehabt und dann hat sein altes Schluss, Kostüm wieder angezogen. Hat sich das Kostüm gesagt, angezogen müssen, und heute Nacht gehe ich auf den Killing Spree gegangen. Genau. Ja, vielleicht. Das heißt, er ist im Schloss geblieben und hat einfach Hallo gemacht. Er ist halt auf Jagd gegangen. Ja. Oder ist das ein anderer Tag? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja gut, das weiß man tatsächlich nicht. Ja. Vielleicht war die Jagd dann offensichtlich nicht erfolgreich. Der Game Warden hat wieder die Oberhand gewonnen und dann ist er zurück. Und er war dann, auf jeden Fall hatte er wieder keine dickere Haut. Ja. Ja, aber sein Ziel ist ja wohl tatsächlich, diesen unsichtbaren Schild oder diesen Wall zu überwinden, der ihn quasi in diesem Gebiet festhält. Weil ich denke mal, das ist ein abgestecktes Gebiet, wo er leben darf oder leben muss. Und was da drumherum ist, keine Ahnung. Aber er will halt über diese Grenze hinaus. Ja, und da auch der Versuch mit diesem Taucheranzug oder Ballon-Raumfahreranzug, was auch immer das war. Vielleicht hat er da auch den durch diese Barriere, was auch immer das ist, versucht zu schicken. Ich denke mal, das hat er gemacht. Ja. Ja, sehr ominös. Und er sieht auch gar nicht, sah auch gar nicht mehr so edel aus, sondern sehr runtergekommen diesmal. Ja, er hat ja keine Massage bekommen. Stimmt. Stimmt, es war ja niemand mehr da. Rough oder night. Zum Bügeln oder so. Haare waschen. Nee, er sagt ja auch, dass er jetzt seit 4 Jahren quasi an diesem Ort lebt. Mhm. Also ja, er versucht wohl schon länger da wieder rauszukommen. Obwohl 4 Jahre ist ja sogar noch sehr kurz, weil wir haben ja von dem Assistenten von Agent Blake in der letzten Folge auch gehört, dass er sich angeblich freiwillig in Custody begeben hat in Argentinien. Aber das kann ja auch nur eine Schutzbehauptung sein. Vielleicht ist er gar nicht in Argentinien. Ja, ja. Vielleicht ist es auch Bolivien. Vielleicht. Sehr, sehr seltsam. Und dann kommt noch mal ein Gespräch zwischen Cal, zwischen Cal und Angela. Das ist auch wieder ganz, also ich finde die zwei echt irgendwie ein gutes Paar so für, also weil sie ist ja irgendwie stinkig mit ihm, weil sie von der FBI-Tante da erfährt, dass sie mit ihm geredet hat und er ihr das aber nicht erzählt hat und sie kommt dann ja so nach Hause. So, oh, ja, hallo, wann Schatz, wolltest was liest du denn? Ja. Was liest du denn? Ja, das und das. Ja, da hängt sie am Ende auf. Naja, danke für die Warnung. So, ich versuche mit dir zu streiten. Ja, das merke ich schon. Ja, und dann sagt sie doch so passiv-aggressiv, wann wolltest du mir sagen, dass die Polizistin nach Hause gekommen, nach Hause gekommen, zu uns ins Haus gekommen ist? Und dann sagt er, ach übrigens, ich wollte dir sagen, dass die Polizistin zu uns ins Haus gekommen ist. Und ich habe ja alles erzählt. Genau. Liste dann auch alles auf. Ja. Ja. Und da ist sie dann schon nicht mehr böse auf ihn. Ja. Weil er ihr natürlich nichts erzählt hat. Obwohl er Lügen so sehr hasst. Genau. Und keiner von beiden hat auch nur einmal seine Stimme erhoben.
Also wenn man so streiten kann, nicht schlecht. Aber dann. Aber dann. Aber dann. Dann sind wir nämlich, wenn ich nichts vergessen habe, nochmal in dem Turm. Beim Millennium-Turm. Mm. Diesmal nachts. Und da hat die Tochter von Lady Chu einen Albtraum. Und sucht ihre Mutter auf. Also ist scheinbar noch nicht so spät. Das ist nicht mitten in der Nacht, sondern spät abends. Und was war denn nochmal der Inhalt von diesem Traum? Oh, dass sie ist weit gelaufen. Ja, und ihre Füße tun weh. Also auch in der richtigen Welt. Also zumindest denkt sie das. Also wirklich drauf eingehen. Ich glaube, irgendwelche Leute sind gekommen und haben ihr Haus verbrannt und dann ist sie ganz weit gelaufen. Ach so. Auf jeden Fall ist sie weit gelaufen und ihre Füße tun weh. Ja. Und sie ist, als sie wach wird, hat sie eine Nadel im Arm. Also so ein intravenöses Dingen hat sie im Arm. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also anscheinend ist irgendwas mit ihr. Mhm. Vielleicht sind es auch nur Vitamine. Schlafmittel. Oder sie ist doch ein Klon. Oder sie ist ein Roboter. Und sie braucht Öl. Ja, und ihre Mutter geht auf jeden Fall schon auch so ein bisschen harsch. Also schon irgendwie liebevoll. Also sie fragt, oh ja, okay, du hast was geträumt, erzähl mal. Und hört ja dann auch zu und dann sagt dann ja aber irgendwie, naja, gut, dass deine Füße noch wehtun. Ja, genau. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Und dann fragt die Tochter noch, bringst du mich wieder zurück ins Bett? Nö. Ja. Nö. Findest den Weg doch alleine, oder? Ja, okay. Tschüss. Und dann geht die Tochter eben wieder Richtung Bett und sagt auch noch hier William, gute Nacht. Ja. Der nämlich da sitzt. Dort sitzt und dann auch aufsteht später. Ja. Als Show-Effekt, weil der nämlich gar keinen Rollstuhl braucht offensichtlich. Ja. Und die beiden, also das sind dann offensichtlich die Friends in Higher Places. Ja. Und die unterhalten sich ja dann noch so ein bisschen, was, ob er denn bereit ist, alles zu tun oder so. Da geht es darum, ob er invested genug ist. Ja, sie sagen so ein paar Sachen, ohne irgendwas zu sagen. Also ja. Das ist eine Unterhaltung rein für den Zuschauer, finde ich. Ja. Weil es nur darum geht, es gibt hier noch ganz viele Geheimnisse, ne? Und das ist dann so ein, warum sagst du deiner Tochter nicht einfach, was los ist? Ach, das würde sie mir doch eh nicht glauben. Das muss sie schon selber rausfinden. Sonst das ist einfach ihr Charakter. Ja. Und sonst wäre die Serie ja gleich vorbei. Genau. Also das scheint es noch irgendwie so ein Plan, Masterplan zu geben. Ja, genau. Der jetzt und irgendwas, ausgeführt werden soll. Irgendwas passiert dann ja in 3 Tagen. Ja, genau. Also weil sie stehen dann da ja am Ende so, nachdem er aufgestanden ist, irgendwie da zusammen am Fenster und gucken raus und dann so, ja, in 3 Tagen. Genau, nachdem. In 3 Tagen wird sie rausgefunden haben, was ich gemacht habe und sie wird mich dafür hassen. Und dann sagst du, ich bin nicht invested oder sowas. Ja. Ja. Genau. TikTok. Das sagt dann auch noch, genau. Stimmt. Und das TikTok ist ja hier das. Das Fascho-Motto. Ja. Model. Rorschach-Model. Ja. Motto. Ja. Ich sage auch schon Model. Model. Ja, aber offensichtlich passt es ja auch zu. Also offensichtlich gibt es ja erstens, also die Zeit und die Uhr hat ja da irgendwie einen großen Stellenwert. Erstens gibt es diese Millennium-Uhr, die angeblich ja die Zeit zeigt. Das war ja, stimmt. Das war ja auch eine ganz lustige Szene. Warum baust du dieses Riesending überhaupt? Ja, was macht es? Es zeigt die Zeit. Das hat mich erinnert an Kompass. What does it do? It points north, John. Ja. Ja, wobei da war die Nachfrage, also das ist ja, da haben wir vorhin, glaube ich, nichts zu gesagt, als die Tochter da das Ding so anpreist mit, ja, das ist das erste Weltwunder des neuen menschlichen Zeitalters oder irgendwie so, da musst du schon direkt Atombomben draufschmeißen, damit dem was passiert und das ist ein super krasses Ding. Und da fragt er dann, ich weiß nicht mehr, irgendjemand auf jeden Fall nach, ja, und was macht das denn?
Ich hab's Zeit an. Also das fand ich dann schon ein bisschen antiklimaktisch. Ja, aber ich glaube, das lässt auch die Schnecken regnen. Mindestens das. Wenn's Squids. Neben der Zeit muss es doch mindestens noch Squids regnen lassen. Da muss doch noch irgendwas mehr sein als die Zeit. Also, das hat ja auch mit Sicherheit mit ihrem Masterplan was zu tun. Und das Zeug, was da auf dem Feld runtergegangen ist, natürlich, hat auch was mit dem Masterplan zu tun. Und Dr. Manhattan. Und die Pillen. Also alles, was runterfällt. Sozusagen. Ja. Ja, sehr spannend. Das war jetzt schon Folge 4. 4. Das heißt, wir haben nur noch 5. Aber noch kein Bergfest. Ja, Bergfest, das dann hat jeder für sich alleine. Mal. Zur Halbzeit, zum Mittleren. In der Mitte der nächsten Folge. Ja. Ja. Also fand ich ja eine sehr komische Folge. Ja, also ich, aber man hat halt wieder so viele skurrile Dinge mitbekommen. Oder was meinst du mit komisch? Ja. Ja, genau. Viele skurrile Dinge. Also die hier den Loop Man. Ja, was ist hier mit dieser Millennium Clock auf sich? Das heißt die überhaupt so, oder sage ich das die ganze Zeit nur? Ich dachte, ich hätte das, also ich habe das wohl etabliert, aber ich dachte, ich hätte das in der letzten Folge so gehört. Okay, als, weil ich bin mir völlig unsicher, ob das eine Show-Bezeichnung ist. Ja, müsst ihr noch mal nachprüfen gleich, weil in dem Flugzeug sagt doch der Pilot eine Durchsage, wenn sie jetzt links schauen, sehen sie rechts nichts, aber die Millennium Clock, dachte ich, sagt ja. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingeprägt, ohne dass er das gesagt hat. Aber es ist, glaube ich, so Millennium Clock, ja. Ja, okay. Aber offensichtlich ist die ja dann trotzdem in der Nähe von Tulsa, oder? Ja. Also diese Szene am Anfang war dann auch dort in der Nähe, weil sonst wären die ja jetzt nicht mit dem Auto hingefahren. Ja. Habt ihr noch irgendwelche wilden Theorien? Nö. Auch keine zu Squids? Dr. Manhattan? Ich sehe es aber auch so wie du. Also ich glaube, dass dieser Millennium Clock Tower, der hat sicher irgendwas damit zu tun. Der ist sicher im Zentrum. Irgendwas macht er auf jeden Fall. Das könnte auch dazu passen irgendwie. Also mit den Squids muss es auf jeden Fall noch irgendwas auf sich haben, weil die ja ständig wieder erwähnt werden. Also es ist ja nicht nur so ein einmaliges Easter Egg gewesen, ja, sondern... Aber, ja, kam ja auch diese Folge, ja. Hat ja hier Looking Glass. Ja, die haben die Welt ja auch massiv verändert, weil dadurch die Menschen ja quasi ihre inneren Konflikte beigelegt haben, um sich dem großen Ganzen zu stellen. Also, dass die da ein Thema sind in der Geschichte, ist ja eigentlich nur logisch. Warum, was machen die Menschen denn gegen die? Ja, sie ist ja, das darf ich dir leider noch nicht sagen. Ach so. Wieso weißt sie du haben, das? Sie haben landesweite Alarmsirenen gebaut. Genau. Aha. Sie haben, und die sind so laut, dass die Squids dann immer weglaufen. Eine Warn-SMS eingeführt. Ja. Ja, aber sie haben es geschafft, sich auf ein System weltweit zu einigen, wie man Warnnachrichten verschickt. Geil. Man braucht nicht 12 verschiedene. Aber es gibt doch gar keine Handys. Ach so, stimmt. Verdammt. Ja, das hat genau Sirenen. Ja, also verdammt. Ach so. Ja. Na gut. Das heißt, du weißt wieder schon mehr, weil du die Serie noch kennst und deswegen kannst du dich nicht beteiligen. Warum sagst du denn dann Warts ab? Du Schummler. Weil das noch so ist. Aber du weißt nicht. Und wenn es nicht so ist? Dann habe ich Unrecht. Okay. Danke für das Gespräch. Du willst aber deine Theorie nicht sagen. Nein. Weil ich weiß natürlich nicht, inwieweit sie die Comics 1:1 umgesetzt haben. Okay, also du weißt aber doch irgendwas dazu aus den Comics. Alles klar. Thema. Okay, das wollte ich genau wissen. Ja. Es kann natürlich sein, dass sie es hier komplett anders gemacht haben. Also ja, in den Comics waren sie halt wichtig, weil sie die Welt zu dem geformt haben, was sie jetzt ist. Hm. Okay. Ja, das wurde hier in der Serie doch auch schon erzählt. Auch so? Ich, also was du meinst. Was meinst du? Ja, naja, es gab, ja, kann gut sein. Es gab doch hier die in der Geschichte, die, wie heißt die FBI-Agentin? Ich kann es mir nicht merken. Die erzählt doch die Geschichte, wie hier die drei Superhelden zu Gott kommen. Mhm.
Ach ja, stimmt. Und genau, also ich weiß nicht, ob du das meinst, aber ist jetzt, finde ich, kein Spoiler, weil das wurde in der Serie ja schon erzählt. Da, also, sagt da was, so sagt ihr da was mit interdimensional irgendwas oder so? Oder? Naja, nee, da geht es ja um diese, ja, ne, erzählt. Ja, es geht ja darum, dass durch dieses außerirdische Wesen quasi die Welt bedroht wurde und die Supermächte ihrer Zeit quasi die Waffen niedergelegt und sich gemeinsam dieser neuen Gefahr gestellt haben. Okay. Also dass damit quasi der Kalte Krieg und generell der gesamte die Gefahr eines Nuklearkrieges auf der Erde gebannt wurde, weil die Menschen eben erkannt haben, dass sie sich nur zusammen verteidigen können. Ah, okay. Ja, das war dieses als der eine Superheld vor Gott steht und der ihn fragt, ja, wie, was hast du gemacht? Mhm. Ja, ich habe die Menschheit gerettet, indem ich einen riesigen Kraken auf New York geworfen habe und es sind nur irgendwie 3 Millionen gestorben oder so. Ja. Aber das hat dazu geführt, dass alles gut wird. Okay. Na gut. Ja. Aber vielleicht werden die Squids jetzt ab und zu nur noch mal regnen gelassen, damit das auch so bleibt. Damit man es nicht vergisst. Ja. Ja. Aber das sind ja irgendwie diese Rednecks glauben ja auch daran irgendwie, dass das eine Verschwörung der Regierung ist, oder? Diese Squids, das haben die doch, glaube ich, in der ersten Folge auch irgendwie gesehen. Ja. Oder Looking Glass hat das in seinem Spiegelraum da irgendwie gesagt, dass sie das glauben. Mm. Irgendwie so. Na, mal gucken. Ja, fällt mir nichts ein. Hast du noch was, vielleicht auch zur letzten Folge, wo du drüber reden willst, weil du ja nicht da warst? Was war bis jetzt deine Lieblingsfolge, bis auf die 20%, die du noch nicht gesehen hast? Ja gut, dann müsste ich die letzte Folge nochmal anschauen. Aber ich finde bis jetzt alle schon auf demselben Level. Aber die habe ich jetzt doch ein bisschen verwirrt, die Folge hier auf jeden Fall. Also die vielleicht jetzt ein bisschen nicht so gut. Aber da müsste ich noch die letzte Folge nochmal anschauen. Ja, also ich fand gerade, die letzte Folge war bis jetzt die beste. Also hat mir am besten gefallen, weil ich Agent Blake die Einführung so gut fand von ihr. Die war klasse, also das war echt cool gemacht, ja. Na gut, aber die hier fand ich auch wieder gut. Mal schauen, wo das hinführt. Ach, der Episodentitel, das habe ich noch gelesen. Ja. Das ist ein Zitat aus dem Buch, was Cal gerade liest. Ah. Als Angela nach Hause kommt. Okay. Und ich habe noch einen Kommentar von einem unserer Hörer gelesen. Auf unserer Seite. Ah doch. Zur zweiten Folge war das. Und da schreibt der Nick Neuem Anon. Schreibt, so weit, so gut. Bin mal gespannt, wie ihr das Ende finden werdet. Oje. Oje. Oje, oh, oh. Wie bei Lost. Da fand ich ja das Ende gut, also. Ja, das ist. Wobei er hat geschrieben, er ist gespammt, nicht gespannt. Oh nein! Gespammt, wie er das Ende findet. Na gut. Mal gucken, was da passiert. Ja. Mal gucken. Wir haben übrigens beim letzten Mal die letzten Worte vergessen, habe ich mit Entsetzen festgestellt. Und deswegen müssen wir diesmal dran denken, wieder welche zu machen. Oh oh. Oh nein. Oh, oh. Ich habe schon was. Sind wir denn schon so weit? Wenn ihr es nicht noch herauszögert? Nö. Oh, oh. Wen hatte ich denn heute zuerst begrüßt? Mario. Ich fange an. Mario. Nee, Mario fängt an. Mario fängt an. Dann Ben. Nein, Mario. Ja, auch Ben. Was? Mario? Jan? Oh, warum? Dann fange ich halt an. I call Bullshit. Dann fange ich an. Jeder darf heute anfangen. Gulliflutscher. Was? Okay. Ach, Gulliflutscher. Ah. Ja. Oh Mann, aber das wollte ich doch sagen. Ben? Ich wollte sagen Flutschfinger. Oh, okay. Und der ist cool. Zu guter Letzt Jan. Ach nein. Phil. Ja, Steampunk-Mikrowelle. Okay. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, tschüss. Kurzwellensender. Wenn es wieder heißt, tschüss. Ciao. Das heißt es bei uns sehr oft, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, hier kann man auch wieder schön reinreden in den Abspann, weil am Anfang ist er noch sehr leise. Sehr, sehr. Der wird dann lauter, oder? Ja, aber das ist ein anderer wie das Intro. Ich habe einen anderen Teil genommen. Ah. Ein anderes lautes Lied. Ja, das ist das gleiche laute Lied, aber eine andere Stelle. Das ist eine Symphonie.
Dann ist es ja sogar dasselbe laute Lied.